Okay, da sind wir wieder bei Evolent 2 in der Anomalie und kämpfen jetzt gleich wieder gegen Milo. Meine Wenigkeit. Und hoffen, dass wir das irgendwie schaffen, weil es ist kein einfacher Kampf. Na, immerhin kommt nicht nochmal die ganze Katze hin. Ja, gut. Also, die hat eindeutig mehrere Phasen, die man in einem durchmachen muss, was nicht gerade so easy wird. Aber gut, wir wissen jetzt, wie die erste und die zweite Phase funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch machen. Hast du eigentlich gerade gemacht? Weil es langsamer wird. Achso. Komm, den treffe ich. Ja, sehr schön. Komm, 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 komm. Ja, ich wette aber irgendwie raus. Da muss ich schneller rausrennen. Das muss ich lernen. Ja. So, und ich heil mich gerade hier mal ein bisschen. Das kann nicht verkehrt sein. Der ist weg. Ach, ich kann in den anderen Phasen bestimmt auch die Zeit verlangsamen. Fällt mir gerade mal auf. Ach, stimmt, bei dem. Ja, bei dem Springpfad. Aber ich kann schon. Weg! Wir werden ein bisschen sicherer spielen hier. Und dann rennen wir einmal gegen. So. Brauchen wir nicht unbedingt die Zeit verlangsamen. Aber es hilft natürlich. Brauchen wir aber nicht. Ah, hier bin ich dann schneller. Hier kann ich mir öfter angreifen. Gut. Ah, hier mal raus. So. Vielleicht beim nächsten Angriff schaffe ich es vielleicht? Oder noch zwei? Zwei vielleicht noch. Zeit verlangsamen. Ah, ein bisschen weit weg, aber okay. Gut, reicht. Sehr cool. Noch Herzen, Herz, noch ein Herz. Nein, nur Münzen, weil wir die brauchen. Weil wir unbedingt Münzen brauchen. So, die Phase wieder, okay. Aber diesmal war es eindeutig besser. Ja, ich kann die Zeit verlangsamen. Feuerhagel. Ah, das, ja. Okay. Solange ich diese Sprünge schaffe, ist das gut. Ja. Naja, gut, immerhin getroffen. Sehr viel langsamer. Nein. Oh, da hinten, die Sprung hätte ich nicht gedacht, dass ich den schaffe. Umso besser. Weg. Nee. Naja, gut. Ging es nur ein Schaden. Das war schön. Oh, das habe ich fast. Knapp. Oh, und der hat mich nochmal getroffen. So. Und nochmal getroffen. Mist. So, ja. Ich hab... What the heck? Okay, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Hat mir Angst. Ist jetzt sowas wie ein Gundam oder so? Oh. Echt mal. Wow. Ach du Scheiße. Aber die lassen Herzen fallen immerhin. Also ich muss erstmal unten und oben klappen. Ja. Ja. Da ist die rote Leiste übrigens. Das wird die letzte sein. Schön. Was hat denn noch? Ja, fängst du ja von vorne an und nochmal. Ja, genau. Aber ich kann mich während dieser Phase heilen. Das ist sehr schön. Wenn ich ein bisschen aufpasse. Und? Was ist das überhaupt? Warum hat sie so eine Form? Weil sie toll ist. Herzchen. Ja. Ich sollte ein bisschen länger in der Form bleiben. Phase bleiben vielleicht. Wegen Herzchen und so. Aber da kommt immer noch welche. Schub der Wuh. Was? Oh. Wow. Krass. Aber ich bin ausgewichen, ne? Irgendwie. Also ich hatte jedenfalls die Intention. Du hast zumindest nicht alle ab. Boah. Ach, die kann ich auch abschießen. Aber ich konnte es nicht umbringen. Ich konnte es aber abschießen. Mhm. So, leider, aber ich kann mich in der Phase heilen. Das ist okay. Die ist nicht so schwer. Die sieht nur cool aus. Ja. Von dem wenn wir, ja. Ich gehe die Sache noch ein bisschen langsamer an, weil ich mich vielleicht noch ein bisschen heilen will. Weil ist ja fast besiegt die Phase hier. Angst vor dem Laser. Schon gleich wieder kommen. Ja, da.
Jetzt heile ich, jetzt verliere ich gerade noch. Ja. Ist doch sehr viel auf dem Bildschirm gerade. Achso, sie ist offen. Ja, letzte Phase. Ja, sie ist hinter mich, das ist unfair. Ja, komm, komm, da schaffen wir! Ah! Ah! Ah ja, gut. Los! Los! Yes! Okay, okay, was nun? Jetzt, zweite Form. Was nun? Was nun? Komm, zweite Form. Brötsch, ich wollte nie gegen euch kämpfen. Okay, und ich glaube, ihr wolltet das auch nicht. Wer bin ich? Die Realität beginnt zu zerfallen. Ich glaube, wir sind zu weit gegangen. Ich sehe die Vergangenheit und die Zukunft nicht mehr. Wir haben das Ende der Zeit erreicht. Also, was geschieht jetzt? Das Projekt wurde während unseres Kampfes beschädigt. Reicht das, um den Zyklus der Zeit aufzuhalten? Wenn nicht, fängt alles von vorne an. Dieselben Zeiten, dieselben Ereignisse, dieselben Schwierigkeiten, dasselbe Schicksal für alle. Auch für uns beide. Meine Macht lässt nach. Ich werde verschwinden, Brötsch. Und das macht mir Angst. Vielleicht finden wir uns eines Tages wieder. Und wenn nur das Schicksal verbleibt, werden wir diese Welt gemeinsam verändern. Ich werde auf euch warten gehen. Oh, wo geht die jetzt hin? Also sie ist verschwunden. Oh. Ah, alle sind wieder da. Nur wir nicht. Ah, stimmt. Wo sind wir? Nein. Brötsch ist noch immer nicht zurückgekehrt. Er wird schon kommen. Frau Lensaria, mittlerweile sind mehrere Tage vergangen. Wir können nicht länger warten. Was wollt ihr denn damit sagen, Hades? Dass wir einfach ohne ihn aufbrechen? Ich. Hades hat recht, Saria. Hier können wir nicht bleiben. Ich weiß nicht, welche Zeit oder Welt vor uns liegt, aber wir müssen los. Dann geht doch. Geht einfach ohne mich. Ohne Brötsch gehe ich nirgendwo hin. Fräulein Saria, ich termine das ganz gewiss. Es ist sinnlos, Hades. Sie hat sich entschieden. Das müssen wir respektieren. Wir werden auf der anderen Seite des Portals warten, Frau Lensaria. Also gut, auf geht's. Lensaria wartet noch. Und da sind Treifers am Boden übrigens. Entleuchtend hinter mir. Es sind schon total viele Trials ja, Houses auf. Aber das sind noch irgendwelche anderen Sachen, die leuchten übrigens. Brötsch, wo seid ihr? Das wüsste ich auch gerne. Wo bin ich denn? Am Ende der Zeit. Brötsch. Wie lange wartet sie jetzt da? Sehr lange. Ich habe ein bisschen Mitleid mit ihr.
Wie kann sie so lange überleben? Oh. Sehr lange weg. Ja, der Hüter vom Wald. Ist wieder da? Scheint. Cool. Sind das jetzt die Credits? Ich überleg's gerade. Das ist bestimmt das schlechte Ende, weil wir nicht alle Sterne haben. Das wäre es natürlich. Wer sind wir eigentlich? Sind wir Professor Gero? Es wurde noch nicht aufgedeckt. Wir sind G. Wir sind G, ja, auf jeden Fall. Oh, die haben das mit den Kissen durchschaut. Hm. Und wir konnten noch nicht der Hoge, das kann keine optionale Quest sein. Aber es sieht sehr stark nach einem Ende aus, aber... Ja. Es sind noch ein paar offene Fragen da. Es laufen noch keine Credits. Ja, das stimmt allerdings. Der ärgert sich, wo sein Schatz ist, den wir definitiv und der ist eingesperrt. Ah, vielleicht gibt es ja andere Endings. Das wäre ja natürlich interessant. Hm. Huh. Ich bin ja gespannt. Ich würde ja gerne, ich würde natürlich gerne noch die... Oh, was macht sie denn da? Bibi? Sie findet den toll, weil er so schöne Muskeln hat. Ach, stimmt wahrscheinlich, ne? Und das ist ein Klein wieder. Ja. Das ist ja viel niedlicher. Und ja, ich finde es eigentlich auch gerade ein bisschen... Also wenn das jetzt wirklich das Ende vom Ende war, dann bin ich ein bisschen verwirrt, dass immer noch Mewtwo ist. Die, wo waren das nicht mal vier? Nee, das waren nur drei. Das waren nur drei. Ach ja, da war ich auch nicht. Und habe ganz auf die Schalter gedrückt. Ja, es sind halt noch einige offene Fragen. Einfach hauptsächlich mit Professor Gero und warum er das überhaupt gemacht hat. So irgendwie. Das sind die offenen Fragen. Mhm. Und wer ich genau bin. Also, es kann ja einfach sein, dass ich Gero bin. Es ist... No, die... Es schmilzt langsam ja. Alles. Olaf. Oder... Jon Snow. Jon Snow. Ah. Jetzt sind sie endlich an der Reihe. Die Helden. Ja, oder so haben wir noch einiges zu entdecken. Und vielleicht bekommen wir dann noch irgendwo unsere Antworten auf unsere Fragen. Vielleicht, wenn wir alles haben, dann spielen wir das Ende nochmal. Ja, sicher. Warum macht der denn Anomalie sauber? Wie kommt der da überhaupt hin? Vielleicht ist das ja der Secret-Charakter und so. Es ist ja auch noch nicht aufgeklärt, was dann jetzt mit der Zeit passiert. Der kann uns auch schon. Ja. Wer ist das? Ja, stimmt. Da sind die drei wieder. Ja. Und das ist ja nicht aufgeklärt, was jetzt mit der Zeit passiert ist. Geht der Zyklus weiter oder nicht? Haben die da kleinen Milou gehabt? Grad? Das habe ich mich gerade auch gefragt. Ey, mal ohne Scheiß. Und wo ist sie jetzt? Was ist das? Das Haus kennen wir nicht. Ah, das war doch gerade Klein Milo, oder nicht? Das kann die Tochter von einem Mensch und einem Dämon? Dora und Hades, oder was? Ja. Okay. Das bin ich. Ja. Okay, also es war wohl das Ende. Und wir wissen jetzt schon mal, wo Milo herkommt. Ja. Das würde aber immer noch nicht diese orangen Haare erklären. Hm. So, also lila würde jetzt Sinn machen, auch die Frisur würde jetzt Sinn machen, aber diese orangen Strähnen machen noch keinen Sinn. Tja, ist jetzt die Frage, ist es voll ein offenes Ende? Von wegen, was mit der Zeit passiert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Zyklus geht einfach weiter und Saria ist die Gehilfin jetzt von Professor Hiro. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Bastion, wo du am Ende auswählen kannst, ob du den Sprung machen willst oder nicht. Und dann hast du entweder wieder, dass die Zeit sich komplett wiederholt oder dass es einfach zerstört wird. Erinnere mich ein bisschen daran, aber gut. Okay. Kam gerade ein bisschen spontan das Ende. Ja. Weil ein paar Fragen hätte ich gerne noch aufgedeckt, aber vielleicht gibt es da irgendwie
Theorien oder was auch immer es darüber hier gibt. Mein Gott, ich sehe gerade bewusst, dass Reno und Milou ja dann Halbgeschwister sind. Ja, stimmt. Ja. Das ist echt interessant. Oh mein Gott. So, aber für das Let's Play ist das Spiel auf jeden Fall noch nicht beendet. Es werden noch, wir werden auf jeden Fall nach Sigurd suchen. 100%. Ja, wir auf jeden Fall erstmal gucken, was wir so finden und dann nochmal gucken, ob wir Guides brauchen oder was auch immer. Also 100% würde ich gerne machen. Weil das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Und das hat mich auch ab und zu mal wieder überrascht, vor allen Dingen mit dem Dance Dance Revolution Part. Das hatte ich eben nicht kommen sehen. Ja, sehr cool. Und wie kam Brötsch jetzt wieder? Ich habe keine Ahnung. Das weiß man auch nicht. Und mit wem kommt Saria später zusammen? Weil sie hat ja ein Kind in der Zukunft. Ja, das stimmt allerdings. Ja, komm nochmal. Okay, wir haben noch was. Okay. Der hat anscheinend auf uns gewartet, so lange bis wir wiedergekommen sind, ne? Oh, ihr seid wach? Warte. Fühlt ihr euch besser? Warum hat sie Fragezeichen da? Als Name. Das ist der Anfang. Ja, ne? Das ist exakt der Anfang. Okay. Wir wussten noch nicht, wo wir herkamen. Stimmt! Oh mein Gott, okay. Okay, das erklärt eine Sache. Mein Vater hat euch ohnmächtig tief im Wald gefunden. Ihr erinnert euch an gar nichts? Selbst euren Namen nicht? Vielleicht solltet ihr in den Wald gehen. Das könnte eurem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Vielleicht weiß Brötsch aber mehr jetzt. Oh, ich heiße übrigens Saria. Ich hoffe, euch fällt bald wieder alles ein. Fällt ihm das wieder ein oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Mann. Der Zyklus geht einfach weiter. Ja. Okay, das erklärt das. Was? Warum? Auf einmal sind wir auf einer Insel. Und spielen Volleyball. Ja, warum auch nicht? 83%. Okay, vielleicht kommt hier noch was, wenn man 100% hat. Mag ja sein. Aber Dora scheint das sichtlich zu gefallen. Ja. Vielleicht schalte mal New Game Plus frei und dann kann er von dem Intro weiterspielen. Mit den ganzen Ausrüstungen oder so. Was ist das eigentlich für ein Fisch da? Ich hab keine Ahnung. Der ist gruselig. Okay, ich drück's mal weg. Und wir sind wieder im Intro. Ja, auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall 100%, weil jetzt haben wir noch einen größeren Ansporn dafür. Auf jeden Fall. Wir versuchen erstmal so alles zu finden, was wir finden können. Wo fange ich jetzt an? Und dann notfalls nehmen wir noch irgendwie einen Guide. Ja. Ja, vom Kampf, wir können hier rausgehen hier. Das ist schön. Ja, dann wird erstmal ein bisschen rumgesucht in nächster Zeit. Ja, ganz viele Kartenspiele, die noch auf dich warten. Wir können jetzt aber übrigens nicht mehr in das Büro, in das Labor von Dr. Hero. In der Zukunft war das sowieso kaputt. Stimmt, na gut, dann. Ja, ob. Na gut. Dann. Das war das normale Ende von Let's Play Evoland. Mal gucken, ob es noch ein anderes normales Ende gibt. Auf jeden Fall geht es noch ein bisschen weiter. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Also, gut. Gucken wir mal, was wir noch alles finden hier. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und Blark.